hi, wir sind halt wieder auf der Gamescom unterwegs und ich habe euch jemanden ganz Besonderen entdeckt, und zwar den Dennis Finkers vom Wheelie World Team. Hi! Hallo. Und zwar, es war ja gar nicht so einfach, hier auf die Piazza zu kommen, haben wir festgestellt. Thema Barrierefreiheit. Wie siehst du die Situation hier? Also barrierefrei ist es hier großteils zwar, aber gerade jetzt hier Beispiel Piazza oder so, da muss man schon genauer gucken und wissen, wo denn die ganzen Fahrstühle genau sind. Manchmal sind die Schilder auch ein bisschen versteckt, also das ist schon noch ein bisschen tricky. Da könnte man noch was dran arbeiten. Ansonsten geht es aber halt ein kleiner Feinschliff, dann wäre es noch besser. Also nicht schlecht, aber ausbaufähig. Genau, so kann man es sagen, ja. Ich habe dich ja vorher schon in der Indie-Halle entdeckt, da ist ja schon der ganze Pulk an Politikern um dich rumgestanden. Wie findest du die ganze Situation hier? Ja, das kam noch ziemlich überraschend, muss ich sagen. Da habe ich schon etwas überrumpelt, aber war eigentlich ganz gut. Waren relativ aufgeschlossen, haben zugehört, hat kurz Blitzlichtgewitter, aber der eigentlich recht, fand ich sehr positiv und klang sehr gut, geht also in die richtige Richtung. Bin gespannt, was da jetzt noch so weiterkommt, aber es ist Gamescom und ich glaube, wir haben alle Spaß, egal wer hier ist. Das denke ich auch. Und du bist in einem ganz tollen Team jetzt unterwegs. Erzähl uns mal, was du machst. Also wir als Team Wheelie World, da sind halt jetzt im Moment zu dritt und wir zocken halt diverse Spiele über Apex, Rocket League und alles das, was es so gibt. Und das Besondere ist halt, dass ich in dem Fall bin der einzige Handicapte zwar dabei, aber wir zocken halt zusammen, egal welches Spiel, sind dafür Inklusion da, versuchen Leuten mitzuhelfen, so wenn sie Fragen haben, unsere Kenntnisse weiterzugeben, was wir an adaptiven Controllern kennen, wie man eventuell noch andere Setups aufbauen kann und. Holen noch immer Leute mit ins Boot, zocken mit denen zusammen, also egal wer. Wir unterscheiden da nicht von wegen, ja, jetzt ein Handicap. Wir spielen jetzt nur mit dem oder nur Fußgänger in Anführungszeichen, sondern bei uns steht so ganz klar die Community. Jeder ist Zocker, jeder hat Bock aufs Zocken, der da ist und dementsprechend muss das Ganze irgendwie laufen und dann ja, haben wir einfach Spaß zusammen und das wollen wir halt auch ein bisschen hier auf der Gamescom mitgucken, wie das so ganz so läuft und das weitertragen. Das Thema Gaming als globales halt ein bisschen, ja, noch ein bisschen vorantreiben. Ja, Gaming ist schließlich für alle da und jeder soll auch seinen Spaß haben. Siehst du überhaupt, dass die Firmen da schon richtig drauf einsteigen und auch sehen, dass dein Bedarf da ist, auch wirklich wie gerade, wie du sagst, adaptive Controller und ähnliches? Ja, es wird auf jeden Fall jedes Jahr immer besser. Es gibt ein paar Spiele, die wirklich schon viele Einstellmöglichkeiten an sich schon haben, dass man das Ingame ein bisschen adaptieren kann. Ja. Sowohl wie jetzt Microsoft mit dem Adaptive Controller, die haben jetzt da schon einen super Start mitgemacht. Mhm. Es gibt natürlich auch andere, die sind mit in Entwicklung. Also es geht vorwärts. Und ich gucke natürlich weiter, dass wir da auch noch unseren Teil mit beitragen können. Aber der Weg ist gemacht schon mal, vorbereitet und jetzt hoffen wir, dass das Ganze natürlich umso schneller weitergeht, damit noch mehr Leute mit noch mehr Equipment zocken können und das auch individuell eingestellt ist, dass jeder auch seine Leistung, die er wirklich hat, auch ins Spiel bringen kann. Nee, finden wir super. Und wie gesagt, Gaming soll ja auch, wie soll ich sagen, Spaß machen und nicht ausschließen oder sonstiges. Da finde ich es klasse, was euer Team dann eben auch macht. Vor allem, dass ihr darüber informiert, wenn manche Menschen einfach vielleicht auch gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es inzwischen schon gibt. Weil wer kennt sich denn aus mit dem ganzen Equipment, das jetzt schon neu entwickelt wird und ähnliches. Und finde ich klasse. Doch, da wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß heute auf der Gamescom. Und ganz ehrlich, was ist dein Lieblingsspiel? Oh, mein allergrößtes. Boah, jetzt kommt die Petrolie hier. Boah, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also Rocket League ist auf jeden Fall einer der Favoriten. Apex fahre ich im Moment auch sehr drauf ab. Ich werde mir aber genauso jetzt zum Beispiel Need for Speed mit angucken, das habe ich auch von vornherein gemacht. Und Klassiker wie Mario und Co. Also ich bin relativ breit aufgestellt von da an. VR-Games? Ja, wenn da die Kompatibilität stimmt, würde ich das gerne mal machen. Mhm. Also ich suche da noch Lösungen. Vielleicht gibt es dieses Jahr schon was. Mal schauen. In die Richtung würde ich gerne mal gehen. Aber bisher gab es noch nicht die Möglichkeit. Okay, ich habe schon ein paar gesehen im Indie-Bereich. Da sind ein paar ganz interessante Lösungen da, wo man tatsächlich nur auch mit den ein, zwei Controllern was tun muss. Ich denke, da kommt einiges noch in Zukunft auf uns zu. Ah, dann gucke ich mal vorbei. Ja, dann muss ich mal vorbeischauen. Genau. Also, dann wünsche ich euch auch noch viel Spaß auf der Gamescom. Macht's gut. Ciao. Ciao.